Abend wieder hier im Schweinestall live, wie jeden Donnerstag, mit spektakulären Gästen. Und wir fangen einfach an. Die sind so spektakulär, die kann ich euch nicht länger vorenthalten. Wir haben hier unseren Volker Racho sitzen, alias Rodney. Bekannt aus Funk und Fernsehen, aus Mallorca. Diverse CDs, Ballermann-CDs, Oktoberfest-CDs, Live-Auftritte. Ja, und wir wollen mal so ein bisschen schnacken über seine Hits und über sein Leben. Wir begrüßen auch wieder unseren Shaggy, die gute Seele, hier im Team. Wir werden euch versorgen mit Getränken. Ja, und die zweiten Gäste sagen wir später an. Es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Ja, wir fangen mal einfach an. Moin erstmal. Ja, moin. Grüß schön, dich, dass ich hier sein durfte. Ja, Rodney, grüß dich. Hi. Rodney, was möchtest du trinken? Du hast ein schönes, kühles Bier irgendwie. Ja, Shaggy, so. Machst du mal ein schönes so, Bier? Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus der Flasche, wenn du hast. Ja, aus der Flasche. Das reibt sich sogar. Das reibt sich. Das ist gut, ne? Das ist gut, das ist gut. Ja, Rodney. Ja. Gibst du mal einen Dithmarscher Jungen Bier? Nicht ja, in die Steckdose kippen, das ist nicht ganz so gut. Was trinkst du denn? Du, ich habe da mir einen kleinen Havanna kreieren lassen. Den muss ich immer haben. Gut, dann lasse ich das Bier auch so lange hier stehen, dann können wir zusammen anstoßen. Ja. Prost erstmal. Ja, Prost, mein Lieber. Danke. Nochmal zwischendurch für alle Gäste, die Nichtraucher. Jetzt ejakuliert bei mir, guck dir das an. Ja, ja, aber das ist so. Er kommt aus Mallorca, ja, da ist er ja auch viel und reibt sehr. Meinst du, dass Mallorca viel mit Ejakulation zu tun hat? Ich glaube. Der Meeresschaum zum Beispiel. Okay, alles klar. Die Quallenplage, Shellyfish. Ja, aber darüber wollen wir uns gar nicht unterhalten. Nein, Shellyfish heute, das Thema Sex lassen wir heute komplett raus. Sex lassen wir raus. Wir haben zu diesem Thema auch noch ein paar Leserbriefe bekommen. Die werde ich dann nachher noch von Fanpost und so. Da kommen wir aber später zu. Wir wollen uns jetzt erstmal um unseren Rodney kümmern. Ja, Rodney. Das bin ich. Das bist du, ja. Genau. Das rote Pferd ist immer ja so ein Begriff, auch von Musik machen, ja. Und alles. Ja. Wie kam es eigentlich dazu? Du, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viel Sendezeit mir jetzt zusteht. Aber ich bin ja... um von den Anfängen mal zu berichten, ich bin ja 71 hier in Heide-Holstein geboren, bin in Wesseln aufgewachsen, nachher sind wir dann nach Heide gezogen und da bin ich dann irgendwie im Jugendzentrum gelandet und im Jugendzentrum habe ich dann jeden Mittwoch den DJ gemacht. Ich musste und habe da dafür 50 Pfennig bekommen und eine Cola und eine Pizza. 1989, ein altes Foto haben wir im Archiv ausgegraben hier. Da war ich 17 Jahre alt, das war im Mai 1989, genau. Ein Wahnsinnsbild. Da gab es noch keine CD-Player, da gab es noch keine MP3s, da gab es die... Du hast ja hinten noch einen Nadeldrucker gehabt. Ja, ja, das waren damals die typischen... Du hast kein Pornobalken. Das waren die typischen Matrix-Nadeldrucker. Aber du warst ein Popper. No, weiß ich nicht. Ich bin Spandau Ballet so ein bisschen, ne? Ja, doch, war damals zu der Zeit auch. Ja, stimmt, ja. 1AGD auch gehabt? Das Hemd habe ich mir selbst genäht. Nein, damals? Ja, ja. Das waren so Aufkleber, die konnte man raufbügeln. Also, ich fand das ganz Wahnsinn. Tricky irgendwie. Wahnsinn. Und dann bin ich der DJ geworden. Und bin dann bei einer DJ-Agentur in Heide, Flashlight war das damals, Michael Wittig, untergekommen und bin dann in den, meine erste Diskothek war damals das Mambo, ehemalige Grotte. Ja. Und bin, ich werde nie vergessen, mein allererster Auftritt für die Diskothek Flashlight, also für diese DJ-Agentur, war in Büsum, ein Zeltfest und ich war vor Nachprogramm von Jochen Hartmann. Jochen Hartmann, das ist Jochen Hartmann. Ja. Da habe ich dann die Anlage mit aufgebaut, abgebaut, diese schweren Bassboxen noch und habe DJ gemacht, habe dafür 100 Mark bekommen. 100 Mark, so und keine Rodis. Keine Rodis, nee, ich war dann der Rodi. Du warst der Rodi, aber ich will noch mal sagen, ich darf ja auch rauchen. Ich habe gehört, du bist ein leidenschaftlicher Kettenraucher, auch wie Herr. Nein, überhaupt nicht. Ich bin Genussraucher. Vielleicht würde ich gerne rauchen, aber ich habe mein Bier gerade hier stehen und jetzt lasse ich noch mal Augenblick stehen. Du ich hast ja auch schon genug geraucht. In meinem Leben. Du fährst ja VW, meine ich. Ach so, so mein Name. Ja, aber der VW ist ein anderes Thema. Zum Glück sind wir HSV-Fans. Wir haben ja einen, ne? Ja, und dann zurück zum Thema, ganz kurz. Damit wir hier in der Sendezeit noch hinkommen, bin ich dann, hat man gemerkt, dass ich sehr moderativ tätig bin und bin dann auch mal eingeladen worden zu irgendwelchen Radio-Off-Air-Veranstaltungen. Ich habe dann viel gemacht für Radio Schleswig-Holstein, für Radio 21 in Niedersachsen, auch für den NDR, Hanseszene Rostock und so weiter und so fort. Und habe mich dann darauf spezialisiert, als Disc-Jockey zu arbeiten, mit viel Moderation, mit viel Party. Das waren damals Privatsender aber noch, ne? Ja, und dann war das NDR nicht. Und dann war das nachher so, dass ich 2001 so eine kleine Künstleragentur gegründet habe. Und da konnte man dann auch Frauen buchen, die nackt aus der Torte springen und so. Und hatte dann so, ich glaube, wir hatten so zur Hochzeit 2001 so 45 Männer und Frauen unterwegs in den Diskotheken in Schleswig-Holstein. Meck Moisburg, Atrium Kiel, K7 Eckernförde, Max in Wedel und so weiter und so fort. Alles die haben dann bei mir gebucht. Und eines Tages rief mich dann ein Bekannter an und sagte, Mensch Rodney, ich habe da ein Problem.
ich will jetzt ein neues Projekt aufbauen und ich suche dafür jemanden, der ein bisschen crazy ist, der mit Leuten arbeiten kann, der so ein Animationsprogramm durchführen könnte. Das soll so in Richtung Mallorca gehen. Wüsstest du da jemanden? Dann habe ich gesagt, das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich mal überlegen, was ich da in meiner Kartei habe. Ja, das ist ganz dringend. Ich gebe dir mal die Telefonnummer vom Produzenten. Das ist ein ganz pfiffiger. Der hat alles schon vorbereitet. Den du aussuchst, der soll da gleich anrufen und morgen hin, weil die Platten sind schon unter Vertrag und die müssen eingesungen werden. So habe ich so überlegt, habe gedacht, Mensch, das mache ich jetzt selber. Und dann habe ich beim Produzenten angerufen, habe gesagt, ich komme dann morgen vorbei. Hast du schon mal gesungen? Nee. Na gut, dann komm morgen vorbei. Dann bin ich abends nach Hause gegangen aus dem Büro, kam nach Hause, meine damalige Freundin, jetzige Ehefrau, habe ich dir das dann erzählt und die sagt, du spinnst. Ich sag, wieso? Ja, du kannst doch gar nicht singen. Und da hatte sie recht. Ich kann ja gar nicht singen. Und dann habe ich mir die Fäden jetzt rausgeholt. Das war Aloha Hea He von Achim Reichel und König von Deutschland. Und das ist natürlich sehr schwer, König von Deutschland, der Original. Jede Nacht um 12:30, wenn der Fernseher rauscht, lege ich mich aufs Bett und mache mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiserkönig oder Königin. Also ganz schnell. Und da habe ich Durchfall bekommen und habe beim Produzenten angerufen, abends um 10, werde ich nie vergessen, Klaus Robert in Hamburg. Ich sage, Klaus Robert, morgen wird nichts. Wieso? Nee, ich kann nicht singen. Und das du kommst jetzt vorbei. Ob du singen kannst oder nicht, das entscheide ich. Ich bin der Produzent. Du kommst jetzt vorbei. Das ist ja Dieter Thomas Heckleit. Aber ich habe gerade ein Zeichen von der Regie gekriegt. Wir müssen erstmal in die Werbung. Leute, kauft bitte. Wir müssen jetzt noch ein bisschen schnacken und kommen gleich wieder zurück zu euch. I see you later. Was kriegst du so? Ja, was gibt's das denn nie? Stickmaschen TV. Ja, nix wie hin. Hier sind wir wieder. Ich hoffe, ihr konntet euch entspannen. Rodney, wir haben uns auch entspannt. Ja, ich bin tiefenentspannt, wie du siehst. Tiefenentspannt, also, ja. Das war super. Ich muss dich aber nochmal, bevor ich die neuen Talkgäste noch ansage, nochmal was fragen. Sag mal, ich habe gehört, auf Mallorca geht es ein Gerücht um, du hättest Andrea Berg ein Kind gemacht. Ist da was dran? Hat das was mit dem roten Pferd zu tun vielleicht? Da hat das rote Hengst? Pferd sich einfach umgekehrt. Hengst. Also mir so nicht bewusst. Also ich habe ja nun auch eine Sturm- und Drangzeit erlebt und durchgemacht. Und da habe ich natürlich auch nichts anbrennen lassen. Sage ich jetzt einfach mal so frech, aber daran kann ich mich leider nicht erinnern. Ja, gut, dann lassen wir es mal so stehen, Rodney. Ich würde mal sagen, ich möchte jetzt WannaDrive, eine Rockgruppe aus L.A. begrüßen. Und ich bitte die mal hier zu mir zu kommen, hier nach vorne. Rodney, einfach nur zur Seite. Ja. Und die gute Seele Shaggy versorgt dann nochmal da hinten nochmal ein bisschen die ganze Mannschaft mit ein bisschen Alkoholiker. Also wie auf einer Butterfahrt. Holt euch Hocker. Yes, yes, yes. Yeah. Oh, jetzt muss ich mein Englisch rausholen. Das ist aber mehr Spanglisch. Rodney, willst du stehen oder willst du noch gar? Nee, alles gut, ich stehe so. Stehst du? Ja, ja. Das steht ist immer gut. Ja. So, hier ist die Band, frisch aus L.A. eingetroffen. Aber die sollen erst mal ein Intro spielen für uns. Can you play something on the guitar for us? A little bit? Yes. I have a white guitar. Okay. I'll take the white guitar. Oh, yes. That sounds racist. And an old guitar, very old guitar. It's a Dithmarschen guitar. From the Deek, from the Deich. We'll do miles away. What did you say? Shall we? Shall we? Yes. So far away from your level, it is Romeo. I swear.
that sentimental song, you know, playing on the radio today. And I'll find a way to steal the sun out of the skies and put its fire back into your eyes for me. Also für alle, die jetzt da an dem Bildschirm sitzen, am 22.10. im Wood and Wave, im Schumacher Ort, drehen Sie nochmal auf. Wir sind gerade auf Welttournee. In der nächsten Woche sind Sie in Helsinki, dann sind Sie wieder zurück from L.A. You are all from L.A.? In Houston? Well, the band's from Los Angeles, but we're not all from Los Angeles. Ah. I'm from Philadelphia, he's from Pittsburgh, he's from Washington, D.C. We're from L.A. And they're from L.A. But the weather in L.A. is better than here. Yeah, yeah. Okay. It's funny to watch these guys because they don't know how to deal with the cold weather very well. He likes snow. Okay. Yeah, well, he loves snow. He's the favorite snow. Yes, I have a question. Would you like to drink? I'd love a drink. Yes? Yeah. What would you drink? You have some fresh Cambodian breast milk? Yes, you make it. It's got to be Cambodian. Vodka Sprite, sagt er. And you do? Beer. A beer? Yeah. A beer. A cold beer? Yes, please. Yes, a cold beer from the cool box. Oh, yes. It's our Shaggy. He makes the drinks. It's our barkeeper. How about some vodka Sprite? Vodka Sprite. Yeah. You know, fresh Cambodian bowl. And a vodka Sprite for the young man here. And the lady? Has I will have some more champagne, please. Yes, okay. And a champagne. Ja, während er das hier macht, möchte ich mal noch ein paar Sachen wissen. Ich habe was vorbereitet. Die Leute spielen sehr viel Musik hier. Do you want me to translate you for our American audience? Yes, I have a translator in the ear, you know? Yes, that was you put it on. I translated you. Oh, wonderful. Yes. Warner Drive is the original rock group. Yeah. Yes, you make cover music and make your only songs. Yeah. Originally, yeah. Yes, yeah. Yes. Yeah. Absolutely, we have three albums. Three albums. Three albums. Is this a new album for you? This is our latest album. This and we are here in Europe touring for City of Angels. Yes. Für alle Leute vor der Kamera, wir machen auch noch mal ein Gewinnspiel. Ihr könnt signierte CDs von der Band gewinnen. Einfach anschreiben an die Redaktion. Die Adresse blenden wir dann noch ein. Ja. Beer, Whisky, Rum, Wodka, ist alles in Ordnung. Ja. You can smoke here in our TV show. It sure yes. Smell Cambodian.
That's real Cambodian. Yes, prost. We said prost. What says you in America? Cheers. Yes, cheers. Salute. All that stuff. Clink. You guys are too far. Clink. A beer. How long came you and why to Dithmarschen? Dithmarschen? For a world tournée? How long have we been here? Yes. Or how long have we been coming here? Yes, you came and did Dithmarschen. This is our fourth year here. All started because we got invited to play the Dithmarscher Festival. We did it 3 years in a row. And this year we decided to do a fall tour after festival season. Mm-hmm. So we came back because we love it here. We have love the people, the weather. Yeah. We always the food. Is the food good here in Dithmarschen? Yeah. Yes. Absolutely. Many fish and I don't eat fish. Don't eat fish. But I'm the picky eater. We have many sheep here on the dig. I had an experience with sheep the other night. Mm. I got really drunk, went down to the seaside. There was the herd of sheep. Yes. I was wondering why they were spray painted blue and red. Uh-huh. They ran from me. Yes. Well, it looks like a Highlands. I think they saw there, like, he looks like one of us. We gotta go. Yes. Where's your next town? Well, we play in Hamburg tomorrow. In Hamburg? And then Heide on Thursday. Yes. So that's here, right? That's here. Okay. Yes, in Heide, in the Wood and Waves. Actually, the day that this is going to come on, we were playing here. Yes. Oh. I knew that was going to happen. But it's empty. Give it Shaggy. Shaggy's behind you. Shaggy. Sollen wir das übersetzen? Yes. Willst du mal was übersetzen? Nee. Ich translate das nachher für die Leute. Wir haben ein Laufband und da wird das alles eingespielt. Unsere Produzenten werden das schon alles machen. Yes, my English is not so good. I'm speaking Spanglish. You know what's Spanglish? La cuenta, por favor. Okay. Muy bien. I will pay the bill and yes. I live in Los Angeles. Hola guapa. Yeah. Carlos. Yeah. Ah, hola. Hola. Carlos Bandana Santana. Hola guapo. Carlos Santana. Right? Yes, yes. Yeah. From Fontana. Uh-huh. Can you play another intro for us? Sure. Intro or a song? A song? Song? A song? Okay. Let's make it a song for us. Und mit diesem Song können wir nämlich dann in die Werbung gehen. Das ist doch auch mal was Schönes. Wir können nämlich dieser Musik hier lauschen. Wenn ihr hier auch mal Gäste sein wollt im Schweinestall, schreibt an die Redaktion und dann kommt ihr dann vorbei. Jetzt. Let's play. What do we do? This is Scarecrow. JDFG. Yeah. All right. Everything went wrong. She said goodbye. All I need is a reason after reason.
Tonight in the Schumacher Ort in Wood and Waves. Wood and Waves tonight. Yes. Today it's Monday. Today is Thursday. Thursday. Yeah. Yes. You gotta lay off the alcohol, bro. Yes. Oh, many alcohol. Yes, yes. On Thursday. Yeah. Yes. At which o'clock? 8. Okay. At 8 o'clock, we saw. Wait a second. 8 o'clock. 8 o'clock is different here. What would that be? 20. 20 o'clock. 20 o'clock. 20 o'clock. E.M. P.M. You know it? Okay. P.M. Saw it in L.A. Tonight. Yeah. It's tonight. Tonight at Wood okay. and Waves. Okay. Very good. Thank you. Tonight. Thank you. Tonight. Thank you. So, jetzt habe ich ja noch unser Spiel. Wir haben hier jetzt noch unseren Rodney hier. Wir haben von dem Publikum noch ein paar Zettel eingesammelt, ein paar Fragen und auch noch die Leserpost. Die wollen wir noch mal schnell mal durchgehen. Wer mehr wissen will, auch gerne mal unter Volker Racho gucken. Volker mit Doppel-L, www.volker-racho.de. Also das war meine That's Ansage. It. Dieter Thomas Heck live. Berlin ist das zweite deutsche Fernsehen, ist das ZDF. Genau. Ist die ZDF. Möchtest du noch schnell ein Bier haben? Nee, ich habe hier noch. Ach, du hast noch dein Bier, dann hol dir das hier rüber. Ich muss ja gleich noch in den Schumacher Ort. Shaggy bringt mir jetzt erstmal, wir müssen gleich noch in den Schumacher Ort, genau, deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich rumme mal ganz kurz die Fanpost raus. Was haben wir denn alles hier? Ich werde mir jetzt hier nur zwei Briefe mal rausnehmen. Erstmal hallo André. Das sind die Zettel vom Publikum, die Fragen. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier drin steht. Ich wurde von meinem Produzenten überrascht, dass wir überhaupt ein paar Briefe gekriegt haben. Surprise, surprise, surprise. Aber wir sind immer noch auf Sendung und das ist das Geile. Und auch eine negative Kritik ist eine Kritik. Leute, scheut euch nicht. Hallo André. Oh, das ist aber eine tolle Schrift. Guck dir das ja, mal an. Das war ein junges Wo Mädchen. Genau ist denn der Schweinestall und kann ich da auch mal hin? Peter aus Burg. Peter, natürlich kannst du hier in Schweinestall. Schreib an die Redaktion, dass ich dir jetzt hier die Adresse nicht durchgebe. Ist ganz klar. Du kriegst sie aber exklusiv über die Redaktion und kannst dann kommen, Peter. Ist kein Problem. Auch aus Burg. Du fährst nicht lange. Du kannst dann eben nur einen Alzer trinken. So, wollen wir mal die nächste Zuschrift noch mal gucken? Das war ja aber einfach. Ja, ne? Eigentlich ja. Ich dachte, da kommt was Schlimmeres. Ne? Doktor, ja, also, alle Dithmarscher sind... Und das ist ja schon mal eine Doktorschrift hier. Lieber Herr Heinrich, ich habe Ihre Sendung live aus dem Schweinestall gesehen. Ist der Herr Shaggy schon in festen Händen? Barbara aus Lied. Shaggy, bist du in festen Händen? Natürlich. Er ist in festen Händen. Er kann sich jetzt auch gar nicht anders äußern. Wir sind live. Probier es doch einfach mal aus als Gast. Vielleicht kriegst du von ihm ja mal ein Prosecco spendiert. So. Ja, und jetzt komme ich mal zu den Fragen. Ich habe jetzt nur ein paar von Shaggy gekriegt. Das sprengt sonst unsere Sendezeit. Ihr wisst, Sendezeit ist teuer. Kann ja nicht auch alle, es können nicht alle so schnell reden wie du. Ah ja, okay. Ja. So, pass auf. Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Nee. Ich weiß auch nicht, nee. Ganz einfach beantwortet, ist Lattenrost nicht. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. Wenn Katholiken auf eine Demo gehen, sind es dann Protestanten? Sag mal, was sind das hier für Fragen? Sind, nö, das ist ja... Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren? Ich meine, das könntest du ja beantworten. Ja, 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 ja. Darf man. Darf man, ne? Ja. Oder ich war nur Automatik, seit 25 Jahren ja, war ich gefühlt ja. Automatik. Also. Ja, der Papst hat seinen Wagen auch ganz gut verkauft. Oh, das passt aber hier auf den Deich. Wenn ein Schäfer kleine Schafe verhaut, ist er dann ein Mähdrescher? Du, das ist aber... Sag mal, wer schreibt das hier? Geschrieben? Das ist also, ich schätze mal, es kommt von da hinten, vom Knüppel aus der Ecke da, oder was? Nicht, Knüppel?
Gibt es in einer Teefabrik auch Kaffeepausen? Aber jetzt hört so auf, Leute. Was sind das für Fragen? Wenn ein Raumschiff nur mit Frauen besetzt ist, ist es dann unbemannt? Also, Leute, ich muss doch jetzt mal bitte bitten. Also, ich lese jetzt auch nur noch eine vor, weil ich glaube, da hat sich einer Spaß gemacht hier mit uns. Wie lange muss eine Katze trainieren, um Muskelkater zu bekommen? Die Frage stelle ich aber jetzt mal. So, hier habe ich aber noch mal doch was Interessantes gefunden. Hast du was Neues am Start? Ich meine jetzt nicht frauenmäßig, ich meine jetzt musiktechnisch. Musiktechnisch ist es so, dass ich jedes Jahr 2 Singles veröffentliche. Und die werden dann verkoppelt über Ballermann, Hitsampler oder zur Après-Ski-Zeit oder zur Oktoberfest. Da mache ich jedes Jahr 2. Einen habe ich schon rausgeschossen dieses Jahr. Der zweite ist in der Mache, ist ein neuer Song, das ist ein Handy-Song. Handelt von der Problematik mit den jungen Menschen und den Handys und den SMS und WhatsApp und alles hat nur mit dem Handy zu tun. Da haben wir einen tollen Song davon gemacht. Und der wird jetzt zur... Auch für Smartphone. Ja. Und der wird jetzt zur Après-Ski-Zeit erscheinen. Sprich also Anfang Januar, Februar irgendwie. Das ist doch mal interessant, Leute. Und eine Frage habe ich hier noch, ob man dich auch buchen kann und wie das funktioniert. Auch für private Veranstaltungen und so. Ja, man kann mich buchen. Es gibt eine Internetseite www.volker-rachow.de und da kann man mich ganz normal kontaktieren per E-Mail. Ich habe also kein Management, ich mache alles selber. Das ist aber selber. Also Autogrammkarten-Layout hier, das habe ich alles selber gemacht mit CorelDRAW. Guckt, das hat alles mit CorelDRAW selber gemacht. Rückseite steht auch wieder zu gewinnen. Auch wieder zu gewinnen. Fordert eine Autogrammkarte. Insofern ist es ganz easy. Einfach mal die Internetseite angucken, wenn es einem gefällt oder braucht weitere Informationen, einfach eine kurze Mail schicken. Und in der Regel beantworte ich die Mails innerhalb von 2 Tagen. Ja, Leute, das ist doch was. Das Internet macht alles möglich. Immer dicht am Volk arbeiten. Ja. Ich habe jetzt noch einen interessanten jungen Mann aus Friedrichskoog, und zwar den Arne Pedersen. Der hat ein Getränk rausgebracht, den möchte ich mal ganz kurz noch mal zu mir bitten. Arne, ja. Ich sehe hier gerade, du hast die Seehundsmilch rausgebracht. Jawohl. Melkst du diese Seehunde eigentlich persönlich? Nee, das lasse ich machen. Das lässt du machen? Ja, da habe ich keine Zeit für. Ich habe ja meine Spezialisten und die bringen uns das, denn wir haben auch so ein kleines Labor. Und ja. Dann quatschen die das zusammen und dann kommt dann eine wunderschöne Seehundsmilch. Strapp, Strohl, dann ist richtig. Das Fass auch voll. Genau. Ist das hier Pfirsich-Maracuja-Sahnelikör? Das hört sich ja lecker an. Ja, das ist auch lecker. Vor allen Dingen, wir machen das immer so, wir gehen nachts in die Seehundstation, da werden noch ein paar Pfirsiche verteilt. Das essen die Seehunde unheimlich gerne. Das wissen die natürlich nicht. Und das kommt dann. Das kenne ich, wenn das Huhn nach Fisch schmeckt. Ja, siehst du, das ist das Gleiche. Ja, ich würde mal einfach mal sagen, Shaggy, bereite mal für unsere ganzen Gäste mal eine Runde vor hier. Wir wollen das mal alles testen. Und ist das käuflich zu erwerben, das Produkt? Selbstverständlich gibt es bei mir im Edeka-Markt in Friedrichskoog und da auch unter www.edeka-nordsee.de. Also alle nach Friedrichskoog morgen und mal probieren. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn wir angetorkelt in Schumacher Ort kommen, wisst ihr warum. Bis später. Das war's.